und dieses Buch zur Hilfe genommen, Die deutsche Seele von Thea Dorn und Richard Wagner. Darüber wollen wir nun am 17. Juni diskutieren, reden mit Thea Dorn. Und erstaunlicherweise kommen auch in Ihrem Buch zwar nicht in den Kapiteln Überschriften deutsche Wörter vor. Und Ihr erstes Wort, das Sie 1970 in München gehört haben, war Abendruhe. Was ist das? Was hat Sie da so gepackt? Nachtruhe, um es mal konkreter zu machen. Also vielleicht vorausgeschickt, ich komme aus einem Elternhaus, wo beide Eltern Bewunderer Deutschlands waren. Und ich bin dann in dieses Land gekommen, in diesem Umfeld der Bewunderung, in eine Stimmung der 70er Jahre, die Thea Dorn gerade so ein bisschen beschrieben hat. Also das Land existierte eigentlich nicht. Was aber existierte, war die Sprache. Ich habe gesagt, es hatte wirklich mit einem echten, eben einem Bedürfnis, einem Herzensbedürfnis, auch ein schönes deutsches Wort zu tun, zu sagen, ich will diesen wunderbaren Gryphius, ich will diesen wunderbaren Eichendorf besser kennen, ich will durchs Elbsandsteingebirge wandern und dabei Caspar David Friedrich im Kopf haben, ich will durch Weimar gehen können und wissen, wie das mit Schiller und Goethe nun genauer war. Und das ist, obwohl ich war auf einem altsprachlich-humanistischen Gymnasium in Frankfurt, gehöre also sicher noch zu diesen Restbeständen des Bildungsbürgertums, die es in der Tat, glaube ich, das ein riesiges Problem ist, dass es das nicht mehr wirklich gibt. Und sogar ich hatte den Eindruck, ich weiß viel zu wenig. Und im Vergleich zu dem, was noch meine Großeltern, die keine höhere Bildung hatten, ganz schlichte Leute waren, die waren viel vertrauter und das hatte eine viel größere Selbstverständlichkeit. Und weil Sie vorhin das Stichwort erwähnt haben, also eben die Zwangsjacke, die Leitkultur, ich würde sagen, wir haben den Riesenirrtum gemacht, zu glauben, so vor allem in den 80ern ging das los, eine falsche Vergottung des Individuumbegriffs. Ich finde Individualisten was Wunderbares, ich finde es großartig, dass jeder seinen eigenen Schädel ausbilden muss, so habe ich immer gelebt. Ich denke aber, dass wir eine unheimliche Verflachung dadurch erlebt haben, dass es eben genau so etwas wie diese kollektive Seele, an der man sich ständig reiben muss und stoßen muss, dass wir geleugnet haben, dass es die überhaupt gibt. Also wo ich auch selber sagen würde, in der deutschen Literatur, das hat ihr nicht gut getan, dass die deutsche Literatur, dass die heutigen deutschen Schriftsteller sich nicht mehr in der Weise an der deutschen Literatur, die ja nun doch ein wichtiges Hinterland ist, in der Weise reiben und sich erstmal in dem Sinne auch als deutsche Schriftsteller verstehen. Nur dann, glaube ich, kann man auch viel präziser seine eigene Abgrenzung formulieren. Wenn man mit dieser Haltung rangeht, die wir so lange hatten, das gibt sowieso alles nicht, weil eben entweder wir sind Individuen oder wir sind gleich Weltbürger, Kosmopoliten oder ich weiß nicht. Also die lebbare Zwischenebene fehlt. Und das ist aber auch eben die Ebene der Auseinandersetzung. Und wenn die fehlt, glaube ich, dass dieser zeitgeistige, diese Beliebigkeit, dieses Anything goes, keiner weiß mehr, wo er hin will, wo er herkommt. Das haben wir uns, glaube ich, dadurch eingebrockt. Es gab ein Gefühl eines wachsenden Sehnens danach zu sagen, ich möchte einfach mehr wissen, wie dieses Land, was das eigentlich ist. Ich bin ja 1970 im Herzen der alten Bundesrepublik geboren und hatte, wie soll man sagen, sehr deutschlandskeptische Eltern, keine klassischen Linken, aber doch welche, deren Kindheit ins Dritte Reich fiel, die ein für alle Mal die Schnauze voll hatten von dem ganzen Thema Deutschland. Und dementsprechend bin ich einerseits schon erzogen worden im Geiste deutscher Kultur mit deutschen Volksliedern. Das protestantische Kirchenlied spielte eine gewisse Rolle, die Märchen wurden mir vorgelesen. Aber sowas Ähnliches wie ein Patriotismus spielte zu Hause überhaupt keine Rolle. Also ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat mich bei einer EM zu meinem ersten Sekt eingeladen, weil die Deutschen mal wieder verloren haben. Das fand er ganz toll. Da bekam die Tochter einen Sekt. Und in dieser Haltung bin ich eben so vor mich hin größer und größer geworden. Und seitdem ich Mitte 30 bin, begann bei mir auf einmal wirklich eben so ein Verlust, Vermiss, so ein Phantomschmerz gewissermaßen. Und deshalb wollte ich mich gründlich mal in die Geschichte dieses Landes vertiefen. Und das Leben ist so stressig, das wissen wir alle, das macht man nicht, wenn man nicht ein Buch drüber schreibt, also es zu seiner Arbeit erklärt. Und deshalb habe ich dann mit meinem Co-Autor Richard Wagner zusammen, den das Thema auch aus einer ganz anderen Perspektive schon immer umgetrieben hat. Er ist Angehöriger einer deutschsprachigen Minderheit, stammt aus dem Banat. Und wir sind lange befreundet. Und dann habe ich den eines Tages angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, in dieses zugegebenermaßen verrückte Projekt mit mir sich
da hineinzubegeben und er hat Ja gesagt. Ja, und dann würde ich sagen, war das eine der aufregendsten Reisen meines Lebens, die ich gemacht habe, die deutsche Seele von Abendbrot bis Zerrissenheit zu erkunden. Wir haben uns entschieden, das Buch ja gewissermaßen enzyklopädisch anzulegen, aber auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Also wir haben 64 Begriffe gewählt. Es gibt den Abgrund, es gibt die Ordnungsliebe, die Waldeinsamkeit und kommen so weiter. Kommen wir alles noch zu. Und ja, und wir versuchen eben in manchmal kulturhistorischen Essays, manchmal ist es auch ein eher albernes Gedicht, manchmal ist es sogar ein kleines Dramolett. Also wir versuchen in verschiedensten Formen diesen Phänomenen, die wir für besonders deutsch oder typisch deutsch halten, auf die Spur zu kommen. Also aus meiner Sicht, und das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, für das Buch haben wir 1989, was ja nun wirklich eines der wenigen ausschließlich freudigen Ereignisse der deutschen Geschichte ist, der Fall der Mauer und dann die Wiedervereinigung, haben wir aus meiner Sicht doch sehr verpasst, eine Diskussion darüber zu führen, was das jetzt auf einmal heißt, dass diese beiden Deutschländer wieder ein Deutschland sind. Das Ganze wurde als eine eben Wirtschaftsunion, also im Grunde hat man dieselben Fehler gemacht, die man bei der EU gerade jetzt wieder macht. Man hat geglaubt, indem man eine gemeinsame Währung hat und ein natürlich dann eng zusammenhängendes Wirtschaftssystem und man tritt bei nach Paragraph so und so der Verfassung des Grundgesetzes, damit wäre alles geklärt. Und dieser Spruch, diese Parole, mit der man auf die Straße gegangen ist, wir sind ein Volk, was das eigentlich heißen soll, darüber wurde ja gar nicht diskutiert. Aus genau dieser Sorge oder manchmal auch Hysterie heraus, die Sie beschreiben, dass man um Gottes Willen nicht sagen darf, oh Gott, dieses Deutschland ist jetzt wieder ein Land, was möglicherweise zu diesem Zeitpunkt auch noch in einem Freudentaumel war, da wird es uns sofort wieder mulmig. Und in den letzten 20 Jahren ist ja was Verrücktes passiert. Das Ansehen oder gar die Beliebtheit von Deutschland in der Welt ist immens gestiegen, wenn man jetzt mal die jüngsten Verwerfungen, die das EU-Schlamassel uns einbrockt, wenn man die mal ein wenig einklammert. Aber selbst wenn man heute in Israel reist, was ich jetzt unlängst getan habe, wenn man da die jüngere Generation in Tel Aviv trifft, das passiert einem wirklich nur noch ganz selten, dass da die Rollläden runtergehen, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland oder die hören, dass man Deutsch spricht. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass in den meisten Ländern, die ich bereist habe, sozusagen gratuliert man mir quasi dazu, dass ich aus Deutschland komme. Und ich selber bin 35 Jahre so groß geworden, dass ich tunlichst den Kopf eingezogen habe und es versucht habe, immer so lange wie möglich rauszuzögern, bis ich irgendwie erkläre, und dann sagt man auch lieber nicht Deutschland, sondern sagt lieber, ich komme aus Berlin. Das klingt irgendwie gleich kosmopolitischer oder so. Und das finde ich eine schon wiederum so sehr deutsche Krankheit und Abstrusität, dieses Missverhältnis. Einmal ist es das Wort Abgrund. Das heißt also, wir stehen ständig vor einem Abgrund. Sie zitieren dann Thomas Mann, das Deutsche ist ein Abgrund, halten wir fest daran. Das Zweite ist die Musik. Da schreiben Sie, dass wenn etwas deutsche Seele ist, dann ist es die Musik. Da kann ich mich wieder bei Thomas Mann bedanken. Auch wieder bei Thomas Mann, ja. Das ist natürlich. Könnten Sie das noch mal ein bisschen präzisieren hier? Da muss man, glaube ich, eins, weil also das ein Wort, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich der Begriff der Reformation, sprich ist der Protestantismus. Also ich glaube, wenn man die ganzen Risse, die durch dieses Land von Anfang an ja immer gingen, verstehen will, ist es natürlich das, was Luther vor ungefähr 500 Jahren losgetreten hat. Und dieser Zug zu einer, ein Wort, was Peter von Becker mal vermisst hat in einem Gespräch, der Innerlichkeit, der ist natürlich in dieser deutschen Seele durch den Protestantismus extrem geschürt worden. Also dass auf einmal der Christ in der Situation ist, es gibt nicht mehr diese Vermittlungsinstanzen, es gibt eben keinen Ablass mehr, Beichte bringt auch nur noch bedingt was, sondern ich stehe wirklich alleine da mit meinem Gott und muss diesen Dialog eben in der Herzensnot, in Herzensinnerlichkeit führen. Das hat natürlich was sehr, sehr Besonderes mit den Deutschen erstmal gemacht. Und da gibt es auch Elemente, die wir dann mit den anderen sehr protestantischen oder zum Teil protestantischen Völkern auch durchaus teilen. Und dieser Zug ist dann, da ist dann was sehr, sehr Aufregendes ab 1800 rum passiert, in der deutschen Kunst, eben vor allem in der Musik. Dass die Musik wahrscheinlich von allen Künsten diejenige ist, die sich am besten eignet, die Funktion einer Religion zu übernehmen. Also das ist auch eine These, die Thomas Mann schon hatte, dass eben gerade weil sie dieses Gewebelose hat, dieses Materiallose, dieses erstmal nicht Rationale, eben sie ist keine
Sprache in einem Verständigungssinne. Sie ist auf sehr komplizierte und sehr dunkle, mystische Weise Sprache. Die Mystik, die für Deutschland vorher noch vor Luther auch ganz wichtig war. Und das ist sehr aufregend, wenn man sich mal genauer anschaut, wie vor allem dann auch deutsche Philosophen und Schriftsteller, wie E.T.A. Hoffmann zum Beispiel, wie die ab 1800, die ab 1800 natürlich durch das Großerlebnis Beethoven befeuert, auf einmal anfangen, wie dieser bürgerliche Konzertsaal, das wird zum Gotteshaus. Mhm. Diese Musik wird so aufgeladen, dass es dann tatsächlich sehr verständlich ist für mich, wieso Thomas Mann dann 150 Jahre später den Faustus zu einem deutschen Tonsetzer machen musste und den im Teufelspakt sah. Ja. Und diese, also ich glaube ja, dass man das Deutsche immer nur in Widersprüchen verstehen kann. Und so wie es einerseits die ja nicht nur klischeehafte, sondern die deutsche Ordnungsliebe, die es nun mal wirklich gibt, auch wenn es ein Klischee ist, es gibt sie einfach. Und da ist das Gegenstück eben dieses Hingezogensein zu eben diesem dunstigen, abgrundigen, tiefen, das, was man nicht genau durchdringen kann. Also die ganze deutsche Philosophie ist, ja, wenn da die Angelsachsen... Aber Wagner... Also, nein, also das fängt schon viel früher mit dem deutschen Idealismus. Also wenn die ganze angelsächsische Philosophie findet, deutsche Philosophie, das ist irgendwie diffus, dunkel... Und der Deutsche positiv würde selber sagen, ist tief. Es ja, ist tief. Ja. Also sozusagen das Wort. Deshalb der Abgrund ist immer tief. Deshalb kommt dann auch Bergwerk. Das ist ja auch ein, also dieser, oder wie heißt das? Das Berg, nein, das ist eine völlige. Bergwerk, was nein, vor allen Dingen bei den Romantikern. Nein, das ist sensationell. Ja? Wussten Sie wirklich, dass um 1800 rum jeder deutsche Intellektuelle, der was auf sich hielt, krabbelte im Bergwerk rum? Ja. Also ich meine, Goethe, Novalis haben da gar gearbeitet, aber sogar Heinrich Heine, der sonst die deutschen Macken als erstes da immer durchschaut hat. Sogar Heine schnallt sich irgendwie eine Grubenlampe um und krabbelt in Bergwerke rein, weil sie da irgendwie eine Gegenutopie, eine Gegenwelt suchten. Das also diese deutscheste Musik ist doch Wagner, würde ich behaupten. Nein, von Bach ist sehr, sehr deutsch. Ja gut, sehr gut, aber sagen wir Beethoven Wagner. Beethoven ist sehr, sehr deutsch. Ja. Aber Wagner schon. Also Wagner ja, natürlich ist Wagner ein sehr, sehr, sehr deutscher Ton. Ist das Bergwerk, alles die Nibelungen, alles ist Also ich habe auf meinem iPhone ganz furchtbar viel Bach drauf oder Richard Wagner Opern. Wagner? Oder Beethoven. Möchten Sie Wagner? Das heißt mögen, das ist eine Untertreibung. Wirklich, Sie lieben Wagner? Naja, das ist eine große Hassliebe, anders geht das ja nicht. Also der Woody Allen hat mal gesagt, immer wenn er Wagner Musik hört, hat er Lust in Polen einzumarschieren. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, er kam aus einer Beethoven-Sinfonie. Genau genommen aus der 9. Sinfonie kam er und stellte die Frage, warum es immer klingt, als ob die Deutschen in Polen einmarschieren würden, wenn die sich freuen. Ach so. Aber dann müssen wir, das können wir nachher googeln, die Filmstelle. Aber das könnte man googeln. Nicht direkt undeutsch. Nein. Nein, aber das ist, finde ich, auch ein ganz zentraler Punkt, den Herr Sendotschak da anspricht. Also das kann man natürlich, deshalb ist der Thomas Mann ja so faszinierend, wenn man sich mit dem Deutschen beschäftigt, weil er war ja immerhin nicht mehr ein ganz junger Mann, sondern er war schon 40, als er Betrachtungen eines Unpolitischen geschrieben hat. Also das legendäre Werk, wo er sich flammenpatriotisch äußert, wo er diesen Unterschied macht zwischen dem Kulturbegriff, dem Zivilisationsbegriff, vielleicht zum Verständnis. Also sein Kulturbegriff meint eben genau dieses tiefe Deutsche, was sich nicht rational auflösen lässt, wofür die Musik steht. Und die Zivilisation ist für ihn, da meint er ganz klar den Westen, also vor allem Amerika, Frankreich, England mit.
das sind diese Rationalisten, das sind Pragmatisten, das sind dann, wenn es um die Briten geht, auch die Krämerseelen, die Händler. Und dagegen steht eben irgendwie dieses schwieriger zu fassende, sperrigere Deutsche. Und er macht ja eben im Ersten Weltkrieg noch diesen klaren Gegensatz auf und beschimpft seinen Bruder, der sei nur ein Zivilisationsliterat, wohingegen eben er der deutsche Dichter, der eigentlich Musiker ist. Und natürlich, glaube ich, hat Thomas Mann bis zum Schluss die Seele geblutet, dass er aufgrund des Horrors, den die Deutschen in der Welt angezettelt haben, sehen konnte, meine Güte, wohin eben? Also deshalb hat der Dr. Faustus geschrieben. Also es führt in den Teufelspakt so ungefähr, was hier passiert. Und hat sich, würde ich sagen, wirklich zwingen müssen, auch einer intellektuellen Redlichkeit, einer Anständigkeit heraus, zu sagen, das kann ich, es muss eine Gegenkraft geben. Ja. Also wenn man sich, das ist für mich eine seiner faszinierendsten Reden, die hat er wenige Tage nach der deutschen Kapitulation in Washington gehalten. Er war ja bereits amerikanischer Staatsbürger zu dem Zeitpunkt, Deutschland und die Deutschen, wo er im Grunde die ganzen Motive aus den Betrachtungen eines Unpolitischen wiederbringt. Und es ist nur sozusagen in Moll, was er damals noch mit Fanfarenstoß behauptet hat, die deutsche Kultur muss gegen die Zivilisation stark gemacht werden, das ist jetzt wie in Moll getaucht. Er springt alle diese Themen wieder und sagt, schaut euch an, in welche Katastrophe hat es geendet. Und wir müssen irgendwie mit allem, was wir haben, versuchen, die deutsche Seele quasi zu zivilisieren. Und ich würde Ihnen völlig recht geben, wenn man jetzt wirklich ans Tiefeingemachte geht, ob das ernsthaft geht oder ob unsere kulturelle Verflachung, unsere, ja, das, worunter wirklich die Kulturseele leiden kann, ob das der Preis ist, den wir dafür zahlen müssen, dass wir endlich im Westen angekommen sind, dass wir tatsächlich ein zivilisiertes Volk nach diesen 60 Jahren, für das ich auch meine Hand momentan ins Feuer legen würde, geworden sind, ob das der Preis ist, dass wir keine großen Dichter, Tonsetzer mehr haben. Ich weiß es auch nicht. Das heißt, das ist ja auch nicht so, dass der Deutsche per se ein Bornierter war. Also natürlich gab es den. Aber es gab natürlich diesen anderen Strang. Wobei, was Sie um noch mal kurz zu dem Zivilisationsbegriff, weil das, glaube ich, so zentral ist, zu kommen, das ist natürlich noch viel, viel älter. Also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wir waren mal Teil, oder Teil von uns waren Teil des Römischen Imperiums. Wir waren sozusagen das Ende der zivilisierten Welt damals. Aber nur bis Köln. Die Grenze war ziemlich genau der Rhein. Und sozusagen die gefährlichen deutschen Sonderwege, die man dann auch, wenn man sie sozusagen aus heutiger Sicht anguckt, wieder interessant finden kann. Das sind natürlich so Sachen, wo auf einmal eine Hermannschlacht, Varusschlacht zu einem Mythos wird. Ja. Wo klar war, da hat aber auf einmal... Aber erst im 19. Jahrhundert ist das noch Ganze... Noch viel früher, oder? Hutten hat damit angefangen. Ja. Der Kult, wo aus Arminius plötzlich Hermann, das ist Lutherzeit, wo das plötzlich losging. Der kommt ja gar nicht gut bei Ihnen weg, der Luther. Der kommt ja so richtig, das wird ja ein Berserker. Nein, der das sagt, heißt gut weg, ich versuche nur... So ein Sarrazin-Typ ist das ja, der Luther. Nein, der Luther war auch alles andere, bloß keine Plüschfigur, die man sich an Rückspiegel im Auto hängen soll. Ich meine, der Luther war ein Berserker. Ja. Also wenn Sie wirklich was über Luther lernen wollen, nicht den Kram, den die EKD heute da weichzeichnet, sondern dann lesen Sie mal De Servo Arbitrio vom unfreien Willen, seine Auseinandersetzung mit Erasmus. Ja. Ja, nun sieht da aber, steht der aber wirklich da und das, da sind wir nämlich, das ist die nächste Schaltstelle. Da sagt er so ungefähr, du mit deiner ganzen, mit deinem Rationalismus und du bist so fein und du kannst dich so artikulieren, ich bin ein Barbar und bin stolz drauf. Das ist sozusagen genau diese Art von deutschem Sonderweg, den natürlich Mann mit dem Kulturbegriff gegen den Zivilisationsbegriff meint. Aber das Interessante ist doch, wir beklagen zum Beispiel, dass es nie eine richtige bürgerliche Revolution in Deutschland gegeben hat, zu Recht. Also da konnten wir nur von den Franzosen dann einerseits lernen. Andererseits waren die Deutschen nicht so völlig unrevolutionär und nicht immer nur reaktionär, denn Luther ist der wahrscheinlich größte Revolutionär, mit denen es in der Weltgeschichte gegeben hat. Wer denn so einen Begriff Integration etwas für das Buch Deutsche Seele dieser gewesen. Dieser Begriff ist so hässlich. Es ist ein solcher Plastik. Also das ist genau das, was aus der deutschen Sprache geworden ist. Also nehmen Sie sich eben meinetwegen auch noch so einen Begriff wie, was weiß ich, Arbeitswut. Das ist jetzt auch kein sehr heiteres Kapitel, wie man sich vorstellen kann. Aber ein sehr schönes. Aber eben der Begriff, das ist ein Begriff, Arbeitswut, Integration. Was ist das schon? Also natürlich, ja, es kommt aus dem Lateinischen. Man kann irgendwie erklären, was es sein soll, aber das ist genau, das sind diese, das ist das, was ich auch vorhin meinte, mit, dass diese Sprache nicht mehr klingt oder immer weniger klingt. Das sind so Begriffe oder eben so ein Satz wie der von Wulff. Das ist doch irgendwie eine Bekenntnisfloskel,
mit der er eine gewisse Geste aussenden will, aber das ist doch kein ernsthafter Satz als für eine Diskussionsgrundlage. Also wir können über das Thema so diskutieren, wie Sie es jetzt begonnen haben, ja, wo man sagen kann, was sind die Einflüsse, genau, was haben wir Mozart bei und uns Co. Drin, mit der Türkenmode gemacht oder ist das nicht doch irgendwie eine große Fantasie, alles nur, die der Westler hatte? Darüber kann man eine Diskussion führen. Aber diese Art von Parolenhaftigkeit, die jetzt auch zum Beispiel eben dieser Satz von Herrn Wohlfahrt, das ist doch, da hört Sprache auf zu schwingen und zu klingen. Und natürlich dürfen Politiker Parolen ausgeben, dafür sind sie da. Aber auch da hat doch das Niveau einfach in den letzten 20, 30 Jahren so rapide abgenommen, dass es ja manchmal zum Fürchten ist. Haben wir denn überhaupt noch etwas deutsche Seele, wenn man nun mal jetzt auf die Globalisierung schaut, wenn man auf die neuen Medien schaut, auf das Internet, haben wir da nicht sowas wie eine internationale Seele? Sind also wir da sind international? Doch, ich glaube, das ist ein Riesenirrtum. Also wir sind ja noch, also wer weiß, wie wir in 30, 40, 50 Jahren durch die Welt gehen, noch sind wir Personen aus Fleisch und Blut, die nur an einem Ort zu einer Zeit sein können. Und die, selbst wenn sie eine Frequent Traveler Card in was weiß ich was oder Senatorstatus haben, doch manchmal sich länger an einem Ort aufhalten. Und wenn Sie sich zum Beispiel auch anschauen, dass das Land Deutschland, es wird immer mehr Urlaub wieder im eigenen Land gemacht. Der Stern hatte jetzt, glaube ich, gerade in der vergangenen Woche Riesentitelgeschichte über die letzten Wildnisse in Deutschland, die gar nicht so wenig sind, wie man dann feststellt, für ein erstaunlich dicht besiedeltes Land. Der Wolf ist wieder da. Ja, das ist sogar, das ist nur, es gibt wirklich so ganz blöd wunderschöne Flecken. Mein Kollege Wagner hat im Buch den schönen Satz geschrieben, manchmal möchte man Amerikaner sein, um das alles zu genießen. Ja. Das ist wirklich... und wo ich auch, also ich bin einfach in diesem Falle wirklich für eine Abrüstung dieser Debatte. Und so habe ich aber auch dieses Buch verstanden, wo ich sage, lass uns diese Debatte über Deutsch sein, Deutsch fühlen, das Deutsche wollen, lass uns das endlich auch von dieser Integrationsdebatte abkoppeln. Absolut. Weil damit hat es sofort, ist man im strategischen Stellungskrieg. Und wo ich sage, darüber haben wir so viel diskutiert, das wollen wir nicht. Ich finde auch dieses Gebiet, dieses Feld für die Debatte eines Nationalgefühls, hochkompliziert, noch schwierig. Ja. Also ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren vor allem da ausgetobt. Und da kann sich weder die deutsche Seele sozusagen zu sich selbst finden, noch kann da etwas Positives aufgebaut werden. Aber warum jetzt das ganz abspalten? Die Frage ist einfach, Deutschland wird ein Einwanderungsland, ist es längst, es wurde nur immer verdrängt, wird dann auch schon durch dieses Unwort Zuwanderung, was es eigentlich gar nicht gibt, das war nur ein politischer Zensur, Selbstzensurbegriff, um das schreckliche Wort Einwanderung, weil das wie Eindringling klingt oder so etwas, nicht gebrauchen zu können. Aber natürlich gibt es, sind wir es faktisch, und es gibt natürlich auch ein Stück, was auch, glaube ich, dann zur deutschen Seele und auch zur Kultur, auch zur Nationalkultur gehört, dass dann plötzlich Filme wie die etwa, sage ich mal, von Fatih Akin entstehen und die sogar Ausweise deutscher heutiger Filmkultur sind, die ohne das gar nicht denkbar war. Ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die deutsche Fassbinder sehr geprägt ist. Ja, Fassbinder sehr geprägt ist. Genau. Aber nehmen Sie die deutsche Fußballnationalmannschaft oder sowas, eigentlich der Inbegriff des Nationalen, der letzte, den es ja noch gibt, eigentlich, die ist ja aber nun wirklich multikulturell und trotzdem spielt sie einen in ihren besten Phasen auch unverwechselbar deutschen Stil. Da könnte man, wenn man jetzt genaue Analyse betreiben würde, durchaus sehen, ob es da noch irgendetwas Kollektives, denn die spielen dann doch ein bisschen anders als die Spanier und als die Italiener. Die Italiener wollen immer ein bisschen deutscher spielen jetzt und die und wir wollen wiederum Spanisch spielen. Trotzdem bleibt da die etwas Unverwechselbares. Und das zeigt, dass da etwas weiterlebt, nur es ist einfach widersprüchlicher geworden. Ich habe in Ihrem Buch ja gelesen, dass der Fußball gar nichts Deutsches ist. Der war ja am Anfang, kommt ja aus England, ne? Ein wunderschöner Artikel, das müssen Sie erzählen. Wie kam der Fußball überhaupt nach Deutschland? Was hat der Gymnasiallehrer, wie hieß er, Konrad Koch, Konrad Koch alles angestellt? Ja, ein Deutschlehrer, was auch sehr lustig ist, also dass ausgerechnet ein Deutschlehrer den Fußball nach Deutschland brachte. Der war in England und lernte diese neue Sportart da kennen, war begeistert, dachte, das wäre was für seine Jungs in Braunschweig an dem Gymnasium. Und bis dahin war ja, wenn man so will, die deutsche Leitsportart, war seit Turnvaterjahren, also seit dem frühen 19. Jahrhundert, war es das Turnen.
Und das war aber irgendwie wirklich zu so einer Art paramilitärischen Drill wohl auch in den Schulen verkommen mittlerweile. Also wir sind im späten, also im Kaiserreich bereits, also im späten 19. Jahrhundert. Und der Koch hatte so den Eindruck, das ist, da können die viel, da können die mehr miteinander kommunizieren. Das ist freier, das ist dynamischer, wenn die da in einer Mannschaft spielen und so. Also der fing an, Fußball zu bringen. Und das Tollste, was der machte, ich weiß nicht, ob Sie jemals mit Österreichern oder Deutschschweizern zusammen Fußball geguckt haben, weil die brüllen ja zum Beispiel immer noch Goal oder die sagen Penalty schießen. Und das ist die Ecke. Genau, und das verdanken wir diesem Deutschlehrer Koch, der sich also bei allem angelsächsischen weltoffenen Geist, den er mitbrachte, schwerst dafür eingesetzt hat, dass auf dem Rasen Deutsch gesprochen wird. Und der hat 1903 war es, glaube ich, eine lange Liste in einem Journal für Sprache veröffentlicht, wo er also minutiös die gesamten englischen Fußballbegriffe auf Deutsch übersetzt, also wie Tor, Elfmeter, Freistoß, Ecke und so weiter, was es alles gibt. Und das weiß, glaube ich, kaum einer, der heutzutage Fußball guckt. Aber das ist, also wir verdanken es Herrn Koch, dass tatsächlich wir in dem Sinne Deutsch-Deutschen, dass wir eben Strafstoß, Elfmeter brüllen und dass unsere österreichischen, also ja. Ich weiß, die sind eh nicht dabei diesmal, aber egal. Also dass die Österreicher und die Schweizer, dass die Goal und Penalty und Corner sagen. Hat der ein Denkmal in Braunschweig, der also Konrad Koch? Nicht die Schweizer. Die Österreicher, ich habe mal mit Österreichern geguckt, die sagen auch Goal. Habe ich auch. Also ich habe, als ich mal in Wien Fußball geguckt habe, die sagten Goal, aber gut. Ja, die müssen auch ein englisches Wort können. Liebe Thea, meine Herren, die gute Stunde der Seelenwanderung oder besser Seelenerkundung ist vorbei.